Magische Schutzsymbole, die dich vor dem Bösen bewahren. Kleine Zeichen großer Macht. Alle Kulturkreise der Welt, die bislang erforscht wurden, kennen Symbole und mystische Zeichen. Nicht alle ihre Funktionen können wir mit Sicherheit erklären, da viele Völker für sehr lange Zeit keine Schrift kannten und ihr Wissen ausschließlich mündlich an die nächste Generation weitergegeben haben. Religiöse und magische Bräuche, Volkszauber, Aberglauben und spirituelle Riten sind aber ein wichtiger Bestandteil jeder Zivilisation. Die ältesten bekannten Zeichen und Symbole wurden in Höhlen auf Felsen gemalt oder in Steine und später auf Tonscherben eingraviert. Einige von ihnen kennen wir heute noch. Sie stehen daher in dem Ruf, ganz besondere Eigenschaften zu besitzen, wie eben der Schutz vor dem bösen Blick, Neid und Missgunst und natürlich vor dunklen Mächten und ihrem Bann. 10 besonders kraftvolle möchten wir dir in unserem heutigen Podcast gerne vorstellen. Nummer 1. Die Hand der Fatima. Das Hamsha-Zeichen ist eines der bekanntesten Schutzsymbole und auch als Schmuckanhänger nach wie vor sehr beliebt. Die Hand der Fatima soll Böses abwehren und ihre Träger vor jedem Unheil schützen, das fremde Menschen ihnen durch den bösen Blick, Flüche oder Verwünschungen antun könnten. Im arabischen Volksglauben wird sie auch an Häusern und Wohnungen angebracht, um das Unglück daran zu hindern, das Haus zu betreten. Häufig ist im Zentrum der Handfläche noch das alles sehende Auge angebracht, welches die drohende Gefahr rechtzeitig erkennen soll. Seinen Namen verdankt dieses mächtige Schutzsymbol der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed. Allerdings kennt man das Hamsha-Zeichen nicht nur im Islam, sondern auch im Judentum. Nummer 2. Das Marszeichen. Es wird häufig nur mehr als Symbol des Männlichen erkannt, stellt aber tatsächlich den römischen Gott des Krieges, Mars, dar. Später wiesen Astrologen und andere Gelehrte dem gleichnamigen Planeten ebenfalls dieses Zeichen zu. Es ist kein rein passives Schutzsymbol, sondern repräsentiert mit seinem nach außen ragenden Pfeil oder Speer schon die Angriffslust und den festen Willen, sich bei Gefahr zu verteidigen. Außerdem steht es für Mut und Kampfgeist und soll seinen Trägern Energie für die Schlacht, Macht und alle anderen aggressiven Eigenschaften bescheren, die in früheren Zeiten mit Männlichkeit in einem Atemzug genannt wurden. Nummer 3. Die Triketa. Die 3 ineinander verschlungenen Kreisbögen sind hauptsächlich aus dem keltischen Raum bekannt. Dieses, auch als Knoten der Dreisamkeit bekannte Schutzsymbol, gilt als älteste bekannte Darstellung der heiligen Dreifaltigkeit, da sie vermehrt unter christianisierten Heiden aus Irland, Schottland, Wales und dem skandinavischen Raum weite Verbreitung fand. Die Interpretationsmöglichkeiten sind hier äußerst vielfältig. Die Zahl 3 gilt in einigen Kulturkreisen als heilig und gewährt daher besonderen Schutz. Da die Triketa auch keinen Anfang und kein Ende erkennen lässt, gilt sie als besonders mächtiges Schutzsymbol, das bis in alle Ewigkeit währt und dessen Schutzzauber nicht gebrochen werden kann. Nummer 4. Gekreuzte Speere, Schwerter oder Äxte. Auch hier schlummert, wie auf den ersten Blick bereits zu erkennen ist, kein friedfertiger passiver Schutzzauber. Nein, dieser ruft seine Träger im Fall der drohenden Gefahr ganz klar zu den Waffen. An Gebäuden angebracht verwehren sie Fremden den Durchgang. Am Körper getragen, etwa als Tattoo oder Branding, symbolisieren die gekreuzten Waffen einen Abwehrzauber, der aber zeitgleich auch vor Konsequenzen warnen soll. Da speziell die gekreuzten Speere oder Pfeile sehr einfach darzustellen sind, gelten sie bis heute als eines der ältesten Symbole überhaupt. Sie konnten mühelos in Stein und Felsen geritzt werden, auf Tonscherben gebrannt oder in Metall mit einfachsten Werkzeugen eingraviert werden. Nummer 5. Das Pentagramm. Es ist mit Sicherheit eines der bekanntesten, aber auch am meisten missverstandenen Symbole der Menschheitsgeschichte. Der 5-zackige Stern kann sowohl die Elemente repräsentieren als auch die 5 Wunden von Jesus am Kreuz. Im Mittelalter, wo die Hexenverfolgung ihren Lauf nahm, kam es immer mehr in Verruf als Symbol des Teufels und seiner Anhängerschaft. Je nach Lesart wird auch unterschieden, ob seine Spitze nach oben oder nach unten zeigt.
Ist sie dem Himmel zugewandt, steht sie für das Göttliche und weiße Magie. Zeigt der Zacken nach unten, wird aus dem Pentagramm der Drudenfuß, der dem Satan huldigt und den Weg in die Hölle weist. Ganz allgemein gesprochen jedoch diente und dient das Pentagramm auch heute noch als mächtiges Symbol, um Böses abzuwehren und Gutes zu beschützen. Nummer 6. Die Runen. Sie waren einst das mächtige Orakel der Wikinger, aber auch indigene Stämme kennen ähnliche Zeichen, die auf vergleichbare Art und Weise gelesen wurden. Später entwickelte sich aus den einstmals magischen Steinen der Wikingerstämme eine eigene Schrift. Über den Schutz der Runen weiß man, dass sie in Kombination miteinander besonders effektiv gegen Feinde und Unglück helfen sollen. Der Gott Odin selbst ließ sich der Überlieferung nach persönlich in der Kunst des Runenlesens schulen. Ihren Einsatz fanden Runensteine für alle möglichen spirituellen, aber auch profanen Bereiche des Lebens wie Geburtshilfe, Liebeszauber, Kriegsführung und Heilmittel gegen Krankheiten. Wer sich heute noch ihrem Schutz bemächtigen möchte, wählt am besten zwei Symbole aus, die für die eigene Sache den höchsten Nutzen versprechen. Runen dürfen und wollen den wenigen existierenden Quellen nachzuurteilen, personalisiert und zu ganz individuellen Amuletten oder Tattoos paarweise kombiniert werden. Nummer 7. Das Nasa-Auge. Das blaue oder alles sehende Auge stammt aus dem Orient, wo es noch heute weit verbreitet ist. Auch dieses Symbol wird an der Kleidung oder als Schmuck getragen, ziert aber auch Häuser und Eingangstüren. Es soll vor Neid und Missgunst schützen und Krankheiten fernhalten. Das Amulett besteht traditionell aus blauem Glas, da Menschen mit blauen Augen im Orient früher als verflucht und unheilvoll galten. Das Böse wurde also mit dem Bösen bekämpft. Nummer 8. Das Hexagramm oder Salomons Siegel. Auch dieses magische Symbol wurde im Lauf der Geschichte schon für viele verschiedene Gesinnungen zweckentfremdet. Der sechszackige Stern besteht aus zwei ineinander verwobenen Dreiecken. Ihre Linien verlaufen jeweils versetzt übereinander. Dieses, auch als Davidstern bekannte Zeichen, geht angeblich auf den Siegelring des dritten Königs von Israel, Salomo oder Salomon, zurück, dem Sohn Davids. Er ging in die Geschichte hauptsächlich aufgrund seines legendären Urteils ein, galt aber zeitlebens auch als mächtiger Magier, der mit der Kraft seines Siegelringes Dämonen und böse Geister in Schach halten konnte. Nummer 9. Das Auge des Horus. Dieses kraftvolle Symbol hat seinen Ursprung im alten Ägypten. Das Zeichen war ursprünglich die Namenshieroglyphe des Gottes Horus, der in der Glaubenswelt der Pharaonen den Himmel und das Licht repräsentierte. Auch dieses Auge soll vor neidvollen und bösen Blicken schützen. Aber es steht auch für die Intuition eines jeden Menschen und den Kreislauf des Lebens, weshalb es in zahlreichen Grabkammern und Sarkophagen anzutreffen war. Nummer 10. Das Sonnenkreuz. Das Kreuz mit dem umfassenden Kreis ist ebenfalls sehr alt und weit verbreitet. Sogar Funde aus der Steinzeit belegen, dass die Menschen damals schon die Sonne und ihr Wirken auf die Erde als göttlich und magisch ansahen. Die Kreuzbalken stehen für die vier Himmelsrichtungen, also den Lauf, dem die Sonne folgt. Beschützt wird, wer daran glaubt. Symbole sind mächtige Dinge, wenn man an sie glaubt. Egal ob Kreuz, Herz, Anker oder eines der vorgestellten sehr alten Schutzzeichen. Sie haben nur die Macht, die wir ihnen zugestehen. Wie immer bei solchen Dingen gilt, was hilft, kann nicht schaden. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben.